Soldaten? Matrose Bruno Graube. Gefreiter Rainer Schulz. Deserteure! Captain Miller. Soldaten! Dies soll für euch alle ein warnendes Beispiel sein. Es soll euch ins Gedächtnis zurückrufen, dass ihr auch in diesen Tagen den Schicksalsschwersten unseres Volkes, dem Eid, den ihr dem Führer geleistet habt, verpflichtet seid. Glory, Gloria, 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 Gloria. Welcher Vorgesetzte hat euch den Fluchtversuch genehmigt? Ich bin der deutsche Lagerkommandant, nur ich treffe hier Entscheidungen. Ich befehle, ob und wann ein Fluchtversuch zu unternehmen ist und welche Leute ihn durchführen. Sir! Geben Sie den beiden Ihre Uniformen und melden Sie sich beim Captain. Also, ehrlich gesagt, die hatten überhaupt keine Uniform an, als sie hier aufkreuzten. Tun Sie, was Ihnen gesagt wird. Ja, Sir! Ich will raus! Raus! Der Krieg ist zu Ende. Der Krieg ist zu Ende. Der Krieg hätte ich doch nur nicht auf dich gehört. Warte nur bis morgen ab. Du wirst sehen. Verdammtes Mörderpack! Die Anklage lautet wie folgt. Die hier anwesenden Rainer Schulz und Bruno Grauber, beide Angehörige der deutschen Wehrmacht, haben vorsätzlich ihre Truppenteile verlassen. Was glaubt ihr denn, wer ihr seid, ihr alle? Ich merke mir jeden von euch, verlasst euch drauf! Irgendwann werdet ihr dafür bezahlen, jeder von euch! Glaubt ihr, ihr könnt mit Menschen machen, was ihr wollt und sie wie behandeln? Und Sie? Ich bin kein Deserteur. Der Krieg ist aus! Der Krieg ist vorbei! Das Urteil lautet, Tod durch Erschießen. Seid ihr übergestimmt? Ihr seid verrückt! Ihr Schweine!